schlechte Atmosphäre. Diesmal geht es hier um verkehrt und... Wir wollen hier heute in der Aktuellen Stunde erfahren, was das Land gedenkt zu tun, um Fahrverbote zu vermeiden und zu verhindern. Denn, und da sind auch wir Grünen einig, Fahrverbote können verhindert werden und Fahrverbote sollten auch verhindert werden. Oder ist es so, wie Ihr Staatssekretär Bottermann ja heute Morgen noch im WDR 5 zum Besten gegeben hat, dass man jetzt mal in Gespräche mit der Industrie eintritt, dass man jetzt mal gucken will, zu was die Industrie bereit ist und dass man möglicherweise zu einer 50-50-Regelung kommt, dass die Verbraucher die Hälfte zahlen und die Automobilhersteller die andere Hälfte. Wenn man sich die Milliardengewinne von VW und anderen deutschen Konzernen anguckt, dann ist genug Geld da, um dieses Update und diese Hardware-Nachrüstung zu bezahlen. Seit 2010 gelten die EU-Grenzwerte, also 7 Jahre hätte die Bundesregierung Zeit gehabt, entsprechend zu reagieren, und 7 Jahre hatten auch die Autohersteller Zeit, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Doch statt entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wurde geschummelt und getrickst, das wissen wir alle. Und, sehr geehrte Damen und Herren, es gab eine nicht abweisbare Kumpanei zwischen Automobilindustrie und Bundesregierung. Das Thema, über das wir hier heute debattieren, ist nicht nur ein wirtschaftspolitisches und nicht nur ein verkehrspolitisches, sondern es ist auch ein gesundheitspolitisches und ist auch ein verbraucherschutzpolitisches. Das Umweltbundesamt sagt, es sind bis zu 6.000, die EU-Kommission sagt, es sind bis zu 10.000. Jeder einzelne Todesfall oder jeder einzelne Krankheitsfall ist einer zu viel. NOx in unseren Innenstädten führt dazu, dass Menschen krank werden und frühzeitig sterben. Und hier muss dringend und zügig gehandelt werden, sehr geehrte Damen und Herren. Die Frage, die sich an die Landesregierung richtet, was macht ihr konkret nach diesem Urteil mehr als das, was bisher verabschiedet worden ist? Wo sattelt diese Landesregierung noch mal drauf? Wo beschleunigt sie? Denn wir haben die konkrete Situation, dass Fahrverbote in den nächsten Jahren drohen in den nordrhein-westfälischen Städten. Die Kommunen müssen unterstützt werden, die Autofahrerinnen und Autofahrer müssen unterstützt werden. Jetzt ist die Chance zu handeln. Nutzen Sie die Chance dazu und sagen Sie uns, was Sie vorhaben, sehr geehrte Damen und Herren.